Sag mal, Steini, weißt du eigentlich, was am 20.06. ist? Nee. Da kommt mal neues Merchandise online! Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Weltbewegendes. Kommt er mir mit so einer Scheiße um die Ecke. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming und heute zu einem neueren. Willkommen zu einem neuen... Was laber ich? Willkommen zu einer neuen Folge Squad Builder Battle. Und zwar mit dem großen, dem guten Per Mertesacker. Und Steini ist übrigens auch da. Guten Tag. Wir spielen heute Per Merte Granate im Sturm. Mit Steini mache ich ja immer gerne ganz lustige Showdowns. Letzte Woche haben wir Bendner und wen haben wir gemacht? Heiko, den heiligen Heiko. Heiko Westermann, genau. Heute bei mir wieder mit einem Verteidiger im Sturm und zwar einen guten Man of the Match, Per. Ich glaube, ich nenne meinen Sohn auch Per. Finde ich geil, den Namen. Per. Per. Per, einfach nur Per. Per, komm da weg. Permaban auf Twitch. Per. Hey, Per. Hi, Per, hi, Per. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, legen wir los, oder? Bei Steini haben wir natürlich auch eine Episode aufgenommen. Checkt die aus, Links in der Beschreibung. Ihr wisst es, 20.06. neuen gamemonk.tv/merch. Und dann würde ich sagen, smash den Daumen hier rauf auf das Video, wenn es euch gefällt, dass wir so lustige Spieler benutzen. Schreibt gerne auch lustige weitere Spieler in die Kommentare, die wir in Zukunft benutzen könnten. Und dann starten wir mit den Formationen. Ja. So, du darfst reinhalten, Steininski. Und ich hätte gerne heute die Formation. Ich war mal wieder zu blöd, sie vorher umzustellen. 4-2-3-1 mit Merte im Sturm. Mein Gott, was ist denn mit dem Apparello hier los? 4-2, was? 4-3-2-3-1. Ja, tut mir leid, ne? Hab ich nicht. Oh, ich dachte gerade schon. Komm, mach! 4-3-1-2, scheiße da. Ja, ich hab 4-3-2-1. Ich dachte, das war ein Zahlendreher, eigentlich meine ich 4-3-1-2. Ja, echt? Ja, ja. Ja. Okay. Die Formation läuft nicht momentan, aber gut. Ja, zum Glück. Dafür wird es jetzt bei den Spielern laufen. Ich würde sagen, ich nehme bei dir die beiden Flügelspieler und du nimmst meine 3 Zehner. Wie gut, dass ich Flügelspieler habe? Ach so. Ich habe einen Stürmer und ZOM, aber die darfst du auch sehr gerne nehmen. Ja, okay. Und du bei mir alle 3 ZOMs? Ja. Ja. Alles klar. Okay. Okay, Steinerinsko. Ja. Haltet rein. Ich hoffe, man kann es lesen. Mein Edding ist kaputt. Ah, doch. Ich starte mit meinem linken ZOM. Ich gehe heute ein bisschen risky. Ich bin ehrlich, Ich hätte dort gerne Hyunmin Son. Und hoffe, dass ich euch damit richtig zerstören kann. Ich mach's mal spannend und gehe dann, stell den rechten auf. Und im rechten ZOM hätte ich gerne Julian the Draxler von Wolfsburg. Und im ZOM zentral, jetzt wird's risky. Ich hätte gern Hullet. Schieb den dir sonst wohin, Alter. Kannst alle drei behalten. Nice! Kante, Özil, Eli. Perfecto, Señor Escobar. Sehr schön. Du hattest aber immerhin einmal Tottenham-Rich. Aber das bringt ja auch nichts. Wow, und jetzt sniper ich dir zwei weg. Ich gebe dir einen Tipp. Ich habe zwei Spieler mit M. Ja, dann ist gut. Im Sturm gehe ich mit Agüero. Wo ist der denn hier, ey? ZOM. Gehe ich mit Eriksen. Es war eigentlich voll dumm von mir, dass ich gesagt habe, direkt wen ich habe, weil so hättest du ja einfach noch im Kopf umändern können, theoretisch. Na, ich habe mein Team ja hier schon abfotografiert, damit ich keine Fehler mache. Ich habe aufgeschrieben Mertens und Matthäus. Matthäus ZOM? Ja, klar, warum nicht? Der ist doch geil. Ja, überragend. Kannst du froh sein, dass du hast. Ja. Ich schreibe jetzt bei dir 3 Mittelfeldspieler und du bei mir 2 ZTMs auf. Mittelfeld-Time, halt rein, kleiner Freestyle. Ja. Linker ZDM. Dort stelle ich hin Idrissa Gueye. Und rechts. Ich probiere es einfach noch, weil ich gern Sebastian Rudi. Ja, den habe ich aufgeschrieben. Nein, nein oder nein. Wieso schreibt ihr den jedes Mal auf? Jedes Mal.
Yes, Mann, ey! Und ich dachte schon, wo du dann mit Guede ankamst, habe ich nämlich mal wieder Ellie aufgeschrieben. Jedes Mal Guede, das kann doch nicht sein. Rudi. Ja, der Rudi. Heißt der jetzt Guede, oder? Einmal will ich den nehmen, ey. Einmal will ich es schaffen, den zu nehmen. Martinez lässt grüßen bei mir, ne? Torwart? Ja, doch. Gut, Torwart ist drin. Danke dafür, Steini. Kein Ding, immer wieder gerne. Jetzt snipe ich dir dein komplettes Mittelfeld weg. Ja, ich ahne es fast. Links gehe ich mit Gündogan. Mittig gehe ich diesmal mit dem guten Stefan Effenberg. Und rechts gehe ich mit Kimmich. Ach, ich hasse dich manchmal echt. Ich hasse dich echt. Mit der Legende habe ich gar nicht gerechnet im Mittelfeld. Ich habe Fernandinho wegen dem Stronglink aufgeschrieben von City. Und rechts habe ich Schweinsteiger wegen dem Strongling zu Mertesacker. Ja. Und in der Mitte habe ich Gündogan. Ja. Fuck. Ja. Fuck. Ja. Aber weißt du was? Der ist zentral, ne? Ja. Da kommt kein Torwart hin. Da stellst du bitte einen schönen kleinen ZM hin. Ja, linker ZM ist der, ne? Ach so, ja, dann kannst du Torwart hin. Erlos Klärchen. Stein hat seinen drin. Ausverteidiger, genau. Ja. So. Ich hätte gerne auf der Linksverteidigerposition. Ich mach mal No Risk No Fun. Baines. Und Rechtsverteidigerposition gehe ich. Vielleicht hast du es ja noch im Kopf von vorhin, bevor wir aufgenommen haben. Für immer jung, ich nehme Sebastian Jung. Mann, da habe ich Hilbert aufgeschrieben. Und links hast du Baines. Hast du das? Hast du, oder? Ja. Mann, Alter. Ich dachte, ich gehe mal No Risk, No Fun, mach hier volle Granate. Ich dachte, nimmst du nicht. Ja, muss ja. Also mir war klar, dass ich hätte doch jemand anders. Es gibt ja noch andere Stronglings zu nehmen. Das ist ja die Sache. So, my man, Maguire ist ja jetzt 96er, ein Jahr jünger als ich. Komm, Steini, halt den Lachs rein. Ich mach halt den Lachs rein, leg los. Kann ich auch gerne machen. Ja. Linker Verteidiger gehe ich mit Alonso. Und rechts gehe ich mit dem guten Rüdiger. Was schmatzt du denn da in dein Mikrofon rein? Warum wohl? Was denkst du, wieso ich schmatze? Keine Ahnung. Vielleicht versuchst du auch deinen Schniedel im Mund zu nehmen. Ich weiß nicht, was du da machst. Wow! Okay, ich hab keinen. Ich hab Rose und Brosinski. Ja, Brosinski. Alles klar. Den nehme ich wahrscheinlich noch, diesen Menschen. Scheiße. Innenverteidiger und Torwart. So, lieber Steininski. Halt den Zettel rein, den Lachs. Ich hab, wenn ich ehrlich bin, ein ultra schlechtes Gefühl. Ich hab ein richtig, richtig schlechtes Gefühl. Nee, glaube ich nicht. Ich hab zu kompliziert gedacht, glaube ich. Oh, scheiße. In die Verteidigung. Kommt links Koulibaly hin. Damit kommt leider der Linksverteidiger nicht auf volle Chemie. Da hätte ich eigentlich Baines gehabt. Ich weiß schon, du hast ihn safe aufgeschrieben. Bestimmt, Alter, jetzt meine ganze Verteidigung weg. Rechte Innenverteidigung, Tonelli. Und ins Tor kommt Perrin. Ja, kannst du alle behalten. Was? Ich habe Smalling aufgeschrieben, Boateng und Butlin. Boah, was? Da hätte so ich, viel wäre zu... Ich nie, wäre ich nie drauf gekommen. Uiuiui, bin ich jetzt happy, Alter. Jetzt bin ich eh nicht happy. Jetzt wurde das Koulibaly klar, aber pff. Umso besser für mich. Ich halte deins rein. Ich bin ehrlich gesagt mir mega unsicher. Und es wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube irgendwie ehrlich gesagt nicht, dass du den Weg gehst, aber es kann sein. Ja, und schon so wie du so redest, dann weiß ich schon wieder. Ich gehe links mit Mustafi. Rechts gehe ich mit Boateng. In der Kiste gehe ich mit dem Jutan Ralf Fährmann. Ja, ich habe doch zu kompliziert gedacht. Ich habe Süle aufgeschrieben rechts. Ich habe Van der Sar am Tor, aber links habe ich Mustafi gecatcht. Ja, der war mir klar. Aber bei wen soll ich da hinstellen? Ja, darfst du irgendjemanden hinstellen, aber Torwart musst du ja nicht nehmen. Ich dachte echt, du gehst Van der Sar. Nein. Ach, Mann.
Weil du vorhin schon so meintest, ich dachte immer, da steht Pandasa, aber so. Da hast du ein bisschen wieder zu viel gedacht. Nein, nein. Aber wenigstens noch einen gecatcht. Wir haben beide zwei Bronzespieler. Ja, aber ich wieder an den beschissensten Positionen überhaupt. Ja, toll. Ja, auch ZDM und LV. Ja, LV. Was interessiert mich in LV, Alter? Merte, Alter, ey, Mann, du denkst, du hast einen Stürmer, der mitspielt, ey. Merte, Körper, Bruder, Körper. Und schussfähig, Spaß. Und da ist der Root. Boah, ich hab die gar nicht auf die Rechnung gehabt, der springt gar nicht hoch, mein Kollege. Ja, der springt wie so ein angeschossener Dreh. Oh, shit! Oh, shit! Nein! Der ist einfach zu schnell. Boah! Hat sich nichts nach vorne. Nichts nach hinten auch gefühlt. Der Merte, du immer. Mit allem, was er hat, nix. So. Ey, Merte, das... Mein eigener Spieler! Ja, alles klar, komm mal runter. Komm mal ganz schnell runter hier, Spieler. Kommt mal runter von eurem Ross. Boah. Was hat er denn jetzt gepfiffen hier noch? 10 Stunden später. Ey, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Dann binden sich hier diese. Ja! Ja, Merte! Ich wollte gerade sagen, da binden sich die idiotischen Torhüter von hinten ins Offensivspiel ein und dann legt er den Ball auf Merte perfekt vor und der vollendet den Stürmer. Aber wie schlecht war das vom Wort. Oh. Oh nein. Ach, schade. The Perrin. Den hat er nicht gehabt. Alter! Was? Wie viel Pace hat der? 94 und der hat 5 Sterne Weakfoot. Ja, 90. schon wieder! Den habe ich nicht angewählt. Das ist so zum Kotzen. Yes. Das ist so zum Kotzen. Immer eine 90. Oh, aber wirklich, warum? Wirklich. Tut mir leid, Digga. Tut mir leid. Ich verstehe. Schiri pfeift. Mein Torwart bei mir ist Man of the Match. Mein Torwart. Brauchst du nicht verstehen? Ja. Sehr komisches Spiel gewesen. Parade. Nein, mein Torwart, der im ZDM steht. Ach so. Ja, das Spiel gerade brauchst du absolut nicht verstehen. 2-1 gewinne ich. Und dann geht's jetzt zum Abstoßen. Mein Torwart, der auf dem Spielfeld stand. So, Abstoßtime. Ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht beim Diskarden, weil ich habe auch nur einen Spieler. Du hast Formation 4-3-1-2, ne? Ja. Ich hätte gern deinen Zehner. ZOM. Mhm. Danke. Mein Bronze-Innenverteidiger. Oh, nee, Mann. Oh. Da wäre ich jetzt richtig. Hätte jetzt hier was getroffen. Wo war Effenberg? Linker ZM. Ah, okay. Dann wär ich richtig ausgerastet. Ich habe gar nicht viel geändert. Ich habe immer nur von rechts nach links getauscht. Freunde, das war's hier für heute. Spannender Showdown auf jeden Fall gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die Folge beim Steini aus. Dort haben wir natürlich auch eine Folge hochgeladen gleichzeitig. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Spieler, lustige Spieler wir auch nehmen können oder auch andere Spieler, weil andere benutzen ja schon schneller meistens die anderen Spieler, die mittlerweile viermal die Woche einen Showdown machen. Nicht nehmen, ist ja Quatsch. Deswegen haben wir uns eben sowas überlegt. Und dann würde ich sagen, Steini, vielen lieben Dank, dass du da am Start warst. Mhm. Und dann, ich will ihn gar nicht mehr großartig volllabern, ich wäre auch ein bisschen mad nach dem Spiel. Aber solange es nicht ganz auf dem Gamer Brother Level ist, weil der ist ja immer komplett durch nach dem Spiel, aber ist ja auch wahrscheinlich, wie er immer von mir zerstört wird. Alles cool, interessiert mich sowieso nicht. So. Dann sind wir raus, Freunde. Haut da rein. Tschüssikowski. Ciao, ciao.